Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Road to Billionaire und zum letzten Video der Thailand-Serie. Ja, heute ist der letzte Tag hier in Thailand. Einen Monat waren wir jetzt hier, größtenteils in dieser geilen Villa. Und in den letzten 5 Tagen waren wir sogar noch auf Koh Samui in einer anderen Villa. Checkt da gerne das vorletzte Video, glaube ich, aus. Also die Villa war echt richtig bombastisch. Und ja, heute geht es wieder heim. Wir fliegen mit den Emirates über Dubai. Da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Aber bevor wir losfliegen, werden wir jetzt erst noch ein letztes Mal essen gehen. In unserem wahrscheinlich mittlerweile Lieblingsrestaurant. Da gibt es richtig, richtig geiles Steak, Burger, alles. Genau, da nehme ich euch jetzt mit und viel Spaß mit diesem Video. Und ab morgen gibt es dann wieder anderen Content. Dann bin ich wieder in Deutschland, zumindest für 2 Wochen. 2 Wochen bin ich in Deutschland und dann geht es nämlich wieder nach Tokio. Aber in diesen 2 Wochen wird es dann anderen Content geben. Und da schreibt gerne schon mal in die Kommentare, was ihr denn sehen wollt. Ich bin mir sicher, dass ich ein bisschen über Krypto sprechen werde, über Kryptowährungen, da die ja in letzter Zeit sehr stark gestiegen sind. Und ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr von mir in Deutschland sehen wollt. So, der Leon, der hebt jetzt gerade Geld ab, weil wir keins mehr haben. Der füttert uns jetzt den restlichen Tag noch durch, oder? Genau, der Leon, der hat einfach so viel Geld, der bezahlt jetzt mal für uns, aber ja. So, was hast du gemacht, Leon? Was hast du gemacht, Leon? Geld abgehoben, weil ihr broke seid. Das verrät das auch noch. Ja. Das Restaurant müssen wir jetzt auf jeden Fall vloggen. Das haben wir, glaube ich, noch nie gevloggt. Isara. Hier sind wir jetzt das dritte Mal. Aber es ist auch echt gut. Hallo. So, Freunde. Pornstar Martini. Boah. Schmeckt echt gut. So, Freunde, das Beef Tartar ist da. Das ist ohne Witz eines der besten Tartars, die ich jemals gegessen habe. Also kann man echt nicht meckern, oder? Hammer, wirklich. Boah. Einfach nur krass. Boah, Freunde, also das schaut schon echt richtig geil aus, das Steak. Ich bin jetzt echt mal gespannt, aber für 60 Euro sollte das schon gut schmecken, oder? Freilich. Das ist 60 Euro in Thailand für ein Steak, also das ist schon... Thailand ist so günstig. Ja. Thailand ist echt günstig, also. So, der Test. Oh ja. Mhm. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. So, Freunde, wir sind jetzt hier in der Business Lounge in Phuket in Thailand. Coral Business Lounge heißt es eigentlich, First Class Lounge, weil die andere Lounge geschlossen hat. Ist okay hier. Also München, Dubai ist deutlich besser. Hier, Leon, ich habe ein Bier für dich. Ein Bier? Oh, Leute, wir müssen Bier trinken, weil Bitcoin aus altem Hai gebrochen hat, mal wieder. Ja. Alter, ist das scharf. Echt jetzt? Und ich hole mir jetzt was. Und ich hole mir jetzt was zu essen. Die Jungs meckern schon wieder, dass es zu scharf ist. So, mal schauen, was es hier so zu essen gibt. Pesto, Tofu, Curry. Oh, Penang, Penang klingt sehr gut. Penang, beste Essen. Reis. Weil hier ist der Nachtisch anscheinend, Toast und das war's. Suppe. Suppe gibt's noch. Und hier gibt's anscheinend ein paar Getränke. Ist okay. Okay, hier gibt's noch eine Kleinigkeit. Obstsalat. Salat. Das sieht cool aus. So, Freunde, es gibt natürlich Penang mit Reis. So, die Jungs haben gemeint, es ist echt scharf. Es ist so scharf, es brennt. Boah. Der Test. Boah, meine Nase läuft so scharf, ist das. Ich finde, es ist angenehm. Warte, das kommt schon noch. Aber Leute, ich glaube, ich habe es schon 100 Mal erwähnt in meinen Videos. Schärfe erhöht den Testosteronspiegel. Schmerzen sind was Gutes, solange sie euch nicht langfristig schaden. Deswegen esst ab und zu mal ein bisschen scharf. Es tut euch sehr gut. Man wird sogar glücklicher dadurch. Wusstet ihr das? So, Freunde, jetzt geht's ins Flugzeug. Angekommen in der Business Class und es ist echt schon wieder der Wahnsinn. Die beiden haben hier einen Champagner schon. Und ich warte noch auf mein Champagner. Kein Trinkgeld. Der ist doch noch gekommen. Bisschen spät, aber hey. Aber obwohl wir jetzt starten und eigentlich man nicht mehr trinken darf, haben wir trotzdem noch angekommen. Der erste Flug ist geschafft. Wir sitzen jetzt hier in Dubai in der Emirates Business Lounge. Und das Geile ist, hier ist einfach niemand. Also wir haben wirklich die ganze Business Lounge für uns. Und die ist wirklich riesig. Also das hier ist tatsächlich nur... der Raucherbereich, weil der Simon hier am Dampfen ist. Und hier haben wir jetzt leider eine sehr lange Aufenthaltszeit. Ich glaube, über 5 Stunden. Wir werden vielleicht ein bisschen was essen, vielleicht ein bisschen schlafen, wenn hier Betten sind. Wir schauen mal. Und dann geht es weiter nach Deutschland und diesmal mit dem Airbus A380. Und da freue ich mich schon drauf, weil die Business Class im A380 ist viel, viel, viel besser als die von gerade eben.
in der Boeing 777. So, Freunde, wir haben gerade ein bisschen geschlafen, ich glaube 3 Stunden sogar. Und jetzt geht's in den Airbus A380. Ich freue mich. Doppeldecker. Wir sind natürlich oben, Business Class. Wir haben hier sogar einen separaten Eingang. Guck mal, dieser ganze Tunnel ist nur für die Business Class, weil wir direkt oben einsteigen, weil wir wichtig sind, genau. Ja, für die First Class hat es noch nicht gereicht. Aber schaut euch mal hier diesen großen Flieger an. So, Freunde, hier kommt die deutlich bessere Business Class. Das ist Simon. Okay, Freunde, ich nehme alles zurück. Beim Hinflug hatten wir deutlich mehr Platz. Unten viel mehr Abstellraum für Koffer und so weiter. Also ist diesmal echt ein bisschen kleiner. Aber hey, mal, wir sind nicht beschweren. Wir können uns trotzdem komplett hinlegen. Unendlich Beinfreiheit. Eine Minibar hier, Ablageplatz. Also ist schon echt richtig geiler Luxus. Aber eben nicht so gut wie beim Hinflug vor 4 Wochen. Aber da könnt ihr auch gerne mal das Video auschecken. Geht's gleich los. Ich habe mich jetzt gegen das Frühstück entschieden. Ich werde jetzt gleich schlafen. Und danach gibt es aber ein richtig schönes 3-Gänge-Menü. Ich habe jetzt echt lang gepennt, Alter. Echt ein paar Stunden. Und ja, jetzt gibt es noch ein bisschen Essen. Da freue ich mich jetzt drauf. Das Vorspeise Lachs, das Hauptspeise Garnelen. Und das Geile ist, hier kriegt man richtiges Geschirr, richtiges Besteck und eine richtig schöne Tischdecke. Hier, einfach schöne Tischdecke. Auch ein richtig schön großer edler Tisch. Die Vorspeise ist da, es gibt Lachs, das sieht richtig geil aus. Brötchen, Salat, irgendein Käse. Das sieht echt richtig gut aus. Wow. Richtig, richtig lecker. Jetzt gibt es den Hauptgang, Garnelen mit Soße und Reis. Und zum Nachtisch gibt es jetzt noch eine schöne Käseplatte. Geil. Wir sind endlich wieder in München gelandet. Jetzt fahren wir gerade noch mit dem Taxi nach Nürnberg. Freut ihr euch auch zu Hause? Safe schon ein bisschen, ja. Ich freue mich auch, endlich wieder in die normale Routine rein, die Wohnung wieder zu haben, das eigene Bett. Da freue ich mich echt drauf. Wir sehen uns. Ich bin wieder zu Hause in meiner Wohnung in Nürnberg und ich freue mich wirklich riesig, endlich wieder meine normale Routine machen zu können. Das heißt, ab morgen geht es wieder richtig los mit meinem Monk-Mode. Das heißt, arbeiten, trainieren, cleane Ernährung, alles perfekt. Es wird zu 100% durchgezogen. Ich werde euch natürlich mitnehmen. Und heute ist für mich so ein Tag, ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt, was hier nicht so ganz ordentlich war. Ich muss noch ein bisschen Papierkram erledigen, das sich angestaut hat. Wäsche waschen und ab morgen ist wirklich Vollgas. Deswegen, ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein und begleitet auch meine Reise hier in Deutschland. Und vielen Dank, dass ihr das Video hier geschaut habt. Wir sehen uns morgen.